Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Channel-Folge Galgan Double Piece. In diesem Part werden wir uns auf die Suche nach Maya machen, die wir im letzten Part verpflegt haben und irgendwie ganz schön beschissen dabei waren. Aber warum haben sich auch Pflaster bewegt? Das macht keinen Sinn. Egal, auf jeden Fall gehen wir mal zum lieben Laden hier von unserer lieben Aoi hier nebenan und holen uns nochmal diese Plugs, genau, damit wir die Rufe von den Mädels, damit die ein bisschen langsamer werden. Und dann werden wir vielleicht noch stylischer und noch viel intelligenter. Erstmal intelligenter, ja, finde ich gut. Intelligent! Und nochmal Style. Ah, und Style. Bam! So, wir sind richtig am Womanizer eigentlich. So ein richtiges Alpha-Tier. So. Und speichere mal kurz. Also wir sind verdammt, verdammt stylisch und alles im Vergleich zu unserem ersten Playthrough. Aber da waren wir auch noch ein kleiner nerdiger Fuzzi. Und die Attribute waren anders gedacht und so. Okay, auf jeden Fall machen wir es auf die Suche. Es geht entweder zum Track, zum Zimmer der Ärztin oder zum Klassenraum des dritten Lehrgangs. Wir waren noch nicht beim Track und waren auch noch nicht dort. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir machen die Schulklasse. Ja. So. Dann wird hier ein Dings gesucht, ein Sweater. Dann wird hier ein Model gesucht, dann hier ein Geist, dann wird hier die Akte von Kanko gesucht. Und ein mysteriöser Mann soll gesucht werden. Okay. Er wird gesucht. Oh, aber wir sollten zur Infirmary wegen Mayas Maske. Also ich glaube, wir sollten doch mal wieder dorthin. Also suchen wir mal in der Infirmary nach Tape, also nach Klebeband. Nach guten alten Panzerband, Jungs. Ich muss Klebstoff finden. Erwischt. Bam! Erwischt! Ich glaube, wir sollten weg hier. Oh, schnell in den Raum. Oh, die haben ja kein Klebeband. Was ist da los? Warum haben die kein Klebeband? Klebstoff. Aber wir haben immer ein Tape gefunden. It's high noon, motherfuckers. Ah, nein, ich wollte es erwischen. Ah, verdammt. Wow, 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 wow.
Schnell, Männertoilette! Wow, wow, wow! Oh. Ah, ich glaube, jetzt kommt gleich die Szene. Da muss ich noch die eine abschießen, damit ich noch die ganzen Punkte für die anderen krieg. Attacke! Volle Kanne! Fertig! Buja! Warum werde ich dadurch weniger intelligent? Egal! Bam! Wow! Bam! Alle erwischt! Jetzt! Ah! Da ist das süße Viech! Ah! Bam! Alle erwischt! Jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wo ich hin muss. Ja, wir haben es geschafft! Okay, und ich habe hoffentlich genau das Richtige für Maya gefunden. Hoffe ich. Ja, das für Maya habe ich gefunden! Woo! Oh! Yeah! Hallo Maya! Wir haben Tape gefunden. Maya-chan, where's Shinobu? Did you find her? I see. Maya-chan seems so upset. I should cheer her up. Stroke her, massage her gently. It's not good to look so down. Cheer up, Maya. Don't be so down. If you keep looking down, you won't be able to find Shinobu. Right, keep your chin up. Let's pull ourselves together. Oh, da ruft sie schon. Noch ein komisches Gemüseviech. Oh, die ist wieder in irgendeinem Viech gefangen, die Shinobu. Irgendwie ist sie dafür ganz schön anfällig. Okay, come on, Maya. Chan. Oh, die sieht ganz schön aufgebracht aus. Oh, Bosskampf, Bosskampf, yay! Aber erstmal Geld ausgeben. Geld ausgeben. So, erstmal werden wir ein bisschen nerdiger, damit wir alles auf 100 haben. Yeah, wir sind voll das Alpha-Tier. So, und jetzt? Genau, wir noch unsere Augentropfen, damit wir besser durch die Kleidung von Mädels sehen können, natürlich. Eigentlich brauchen wir nichts mehr. Irgendwie sind wir viel sparsamer, was Geld betrifft dieses Mal. Obwohl wir alles jetzt auch voll haben, außer, naja, eben ein bisschen Perversheit. Das ist Maya Route? Ja, Maya Route. Sehr gut. Go! Bosskampf, Bosskampf! Oh, nee, erstmal kommt noch ein Level, okay. Okay, jetzt müssen wir ein Videospiel suchen oder ein Spiel. Okay. Und ein Mädchen steht auf Yaoi-Mangas und will unbedingt ihr Zeugs wieder haben. Okay. Ich weiß nicht, wie die Mädels darauf stehen können, wenn zwei Jungs sich lieben. Andererseits die Frage, warum Jungs draufstehen, wenn sich zwei Mädels lieben, dann kann ich das irgendwie doch verstehen. Ah, jetzt geht's los. Bam, erwischt. So, irgendwelche versteckten Dinge hier. Ich muss ja ein Magazin finden. Bam. Ah, die hat mir einfach das, einfach diesen Liebesbrief ins Gesicht geklatscht. Ich glaube, wir gehen links ran. Links und dann. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber immerhin sind da schon mal Treppen. Dann kommen wir schneller zu Shinobu. Oh! Wow, wow, wow! Okay, 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 okay! Wow, wow, wow!
Bäm, ins Gesicht. Oh. Okay. Wow. Das ist schon die nächste. Oh lala, oh lala lala. Jetzt muss ich es auf jeden Fall 18 plus machen, nee, Quatsch. Wow. Bam. Gibt's da was? Gibt's da was Verstecktes? Nee, okay, weiter geht's. Ich find's immer wieder erstaunlich, wie die Zwillinge jedes Mal gemeinsam auftauchen, um mich zu verführen. Ah. Geschafft. So, jetzt glaube ich, muss hoch. Los geht's, auf nach oben. Di 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 di. Jedes Mal denke ich, sie sagt ist so wie das Pokémon. Oh. Was ein Angriff. Ich habe mich instinktiv richtig umgedreht. Puh, geschafft. Und jetzt? Oh Gott, jetzt kommt die aus allen Richtungen. Bam, bam. Bam. Alle drauf einmal. Was war ihre Schwäche? Was war ihre Schwäche? Gesicht, 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 Gesicht. Nee. Bei ihr war es Gesicht. Hintern. Gesicht. Boah, bei denen ist es so schwierig. Hintern, 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 Hintern. Hintern. Titten, 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 Titten. Oh Gott, ich schaff das nicht mehr rechtzeitig. Ach, egal. Besser als gar keine Punkte. Aber bei denen ist es echt schwierig. Oh nein, wir kriegen Minus. Oh, das ist nicht gut. Ah, Minuspunkte gemacht. Das ist nicht nach Plan gelaufen. Ah, die Zwillinge wieder. Gefällige Zwillinge. Aber irgendwie sind sie ja auch süß. Also, ja, ich habe nichts gegen Zwillinge. Bam, ins Gesicht. Bam, auf die Schulter oder was das war. Ich glaube, wir haben es geschafft. Können wir jetzt nicht hoch? Ja, wir können hoch. Oh, Lehrerin. Oh, Oberschülerin. Oberschülerin Nummer 2. Ein komisches Plüschteil. Ah, sie kommen alle her. Ah, wir haben das Spiel gefunden. Sehr gut. Ah, oh, fuck. Ihre Worte tun weh. Und nicht nur meiner Seele. Oh, wir haben es rausgeschafft. Yeah. Woo. Aber wahrscheinlich haben meine Stats etwas gelitten. Ja, der Schaden, ja. Ja, egal. Wir haben ein Spiel gefunden. Ein Videospiel. Toll. Yay. Aber wir haben keine Magazine gefunden. Also mit Yaoi-Inhalten. Schade. Oh, da ist Shinobu. Are you okay? Shinobu. Huh? Oh, das Viech sieht genauso fies aus wie das andere, dieses böse Gemüse. Oh, oh, Maya ist sauer.
Oh, was ist los? Oh, Schwester Rage. Calm down, Maya-chan. Und Anime-Klischee. No way, Maya-chan too? Wird das wieder so eine Szene wie damals? Oh Gott, oh Gott. Oh shit, sie wird gefressen! Von einem bösen Teufel-Gemüseteil. Was bist du überhaupt für ein Viech? No, Maya-chan! Okay, es ist die gleiche Geschichte. Wahrscheinlich müssen wir einmal zielen und piu 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 und dann ist alles wieder gut. Really? But what can I do against that monster? Ach ja. Mal wieder schöner Bosskampf. Freu, freu, ne? Are you sure? Okay. Maya-chan, please be safe. Ich bin ein verdammter Held, Junge. Auch wenn ich noch nicht mal alles auf 100 hab, aber egal. Wow, das Viech sieht fies aus. Ich glaube, das da unten könnte eine Schwäche sein. Irgendwie kommt mir der Bosskampf leichter vor als der andere. Ja, ich habe Maya gefunden. Oh, jetzt müssen wir wieder irgendwelche Tentakel abwehren. So ein Flashback. Bam! Erwischt. Oh, da gibt's ja noch mehr. Bam! Die Musik ist toll. Oh, wenn er sich dreht, dann... Oh, so ist das. Da wird sich wahrscheinlich jetzt mehr öfters drehen. Bam, erwischt. Verdammter Sniper bin ich, Junge. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, oh, erwisch ihn. Booyah! Du verdammter Profi, Junge! Oh, da ist er. Und da ist nicht Maya. Ah, da ist er. Und da ist der Schwachpunkt. Da. Volle Kanne drauf, volle Kanne drauf. Bam! Erwischt. Wenn man schon weiß, was das zu tun hat vom letzten anderen Bosskampf, dann weiß dann es ist nicht mehr halb so wild. Bam! Noch einmal! Erwischt! Fertig! Maya ist gerettet! Woo! Ich glaube, meine Treffergenauigkeit ist schlecht. Oh, alles voll, Alter. Wow, jetzt geht's aber ab hier. Alles auf 5 Sterne. Geil. Oh. Ich bin nicht derjenige, der weint. Ihr weint. Oh. Ich meine, it's fine. More than anything else, I'm glad you're safe, Maya-chan. Habe ich gut gerettet, oder? Habe ich gut gerettet. Mm. Oh. I've never seen Maya-chan get so angry. She's thinking about Shinobu a lot. She must hold her close to her heart. Oh, Schwesternliebe. Also, meine Mutter hat auch eine Schwester und ich kann es verstehen, ja. Die sind sehr ganz, ganz dicke.
Schwesternliebe ist irgendwie viel intensiver als Bruderliebe. Nicht, dass ich verstehen würde, ich bin Einzelkind. Ich hätte ab und zu gerne meine Geschwister. Naja, egal. Auf jeden Fall weiter. Huh? Did I say that out loud? Oh, dieses Wort Baka. Ah, wahrscheinlich. Okay. Maul halte. Alles. Ja, jawohl. Yes, ma'am. Shinobu, you're her older sister, aren't you? Das finde ich jetzt irgendwie cool. Ruhe. We should just keep quiet. Aww. You're thanking me? That's unusual. You never used to thank me when we were children. Ouch? Huh? What's wrong with wanting to please people? Hat sie an Maya jetzt einfach mal Corona entführt? Oh shit! Huh? What? She really did! Sorry, Shinobu. See you later! Aww. Es schmerzt mir im Herzen, Shinobu. Aber mein Herz gehört dieses Mal Maya. Das hört sich auch nicht richtig an. Oh, haben wir sie gefunden? I couldn't find Maya-chan. Where'd she go with that demon? Oh, someone's ringing me. Don't know the number. Who could it be? Hello? Shinobu, huh? How do you know my number? Okay, und sie macht sich kein bisschen Sorgen um ihre Schwester. Was ist da los? Galileo Mystery. Oh, aber wir gehen drauf ein, okay. No problem. What's up then? Shinobu said she wanted to talk. Just the two of us. What's going on? Eigentlich geht's ja jetzt um Maya und Shinobu will mit uns reden? Freiwillig? Was ist hier los? Habe ich was in den Augen? Habe ich was im Gesicht? Okay. So Leute, ich würde mal sagen, wir machen mal an der Stelle einen Cut. Sehen uns im nächsten Part von Galgan Double Piece und machen uns auf den Weg zu Shinobu, die mit uns irgendwie privat reden will. Um was es wohl geht, mal sehen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.